Nur, dass ich runterschiebe. Was ist da unten? Ah, ganz viele tote Römer. Aber ich finde es gerade richtig cool, wie der hochgeht. Also der geht ja wirklich nur mit seiner Rechten hoch und die Linke ist halt wow. Der Linke, da ist ja das Schild, also. Brüder! Ich gehöre ihr. Was, Mann oder was? Boutikas schnelle Combo wird von heftigen Angriffen abgeschlossen. Stimme deine Abwehr zeitlich ab. Du hättest nie herkommen sollen. Jetzt wirst du hier sterben. Ich bemitleide dich. Ein gegenüber ungebrochen. Für die Unschuldigen, Frauen und Kinder. Und wie glaubst du, wurde euer Reich errichtet? Wir haben euch nicht gebeten, hierher zu kommen. Ich werde alles tun, um mein Volk zu schützen. War ja klar. Au. Oh. Oh. Jetzt mal halb lang hier. Kurz mal dein Leben gebraucht, Entschuldigung. Und dein brauche ich jetzt auch. Sein Tod wird nicht vergeben sein. Ah, jetzt sind es schon wieder die drei Zwillinge. Die drei Zwillinge. Das ist auch lustig. Nein, 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 nein. Ich glaube nicht. Boah. Gerade hat es aber mächtig gerufen. Hi. Na, wie geht's dir? Ist aber nicht nett. Nicht nett. Zum Hügel, Herr.
Jetzt sind wir wieder ziemlich weit. Okay. Legionäre, auf den Weg! Formiert euch um mich! Entschuldigung. Wappnet euch! Warte, rechts zählt jetzt auch. Halten, Männer! Halten! Spieler! Gebt die Schilde! Zieh! In Angriffsstellung! Werfen! Macht euch gefasst! Oh, nice. Aber die Frage ist, was jetzt passiert? Bisschen Overkill, sag ich mal, aber. Naja. Schwert aus! Finde ohne. Haltet die Stellung! Ich seh mich um! Herr! Durchgang zur Rechten! Okay. Beschäftigt sie! Greift auf meinen Befehl hin an! Beschäftigt sie! Jetzt kommt ein Jumpscare. Nee. Ich muss mich beeilen. Sie können die Stellung nicht lange halten. Und dann gehst du in. Okay. Da gehst du irgendwo hin. Oder nimmst irgendeinen Weg, wo du nicht weißt, wohin der führt. Der könnte auch irgendwo anders hinführen. So, neue Chroniken erhalten. Ah, neue Spieler. Was auch immer die Pieler hier macht. So. Bitte die Bogenschützen und lasse deine Männer hindurch.
So, dann schauen wir mal. Oh, das ist ein Schild. Neue Sehenswürdigkeit freigeschaltet. Ah ja. Da ist eine ganze Zenturie hinten. Solltet ihr mal helfen? Oh, ja, du schaffst es auch mit. Genau. König Oswald! Wie könnt ihr es wagen, dort zu schicken? Ihr spaltet unseren Tempel mit eurer Anwesenheit. Wachen! Passt sie! Praktisch ist das, dass bei mir immer so vier gleichzeitig sind und die anderen werden dann durch andere aufgenommen. Meine Legionäre sind nur noch bis zur Hälfte da. Das ist jetzt aber bald. Oh. Ich hab's vielleicht geschafft.
bei den Göttern. Wir kämpfen für den Ruhm Roms. Doch was für ein Ruhm ist das? Die Briten werden niemals Frieden mit uns schließen, wenn wir sie so behandeln. Das müssen Prätorianer gewesen sein. Ja, das sind's. Aber was machen hier Prätorianer? Halt! Freunde Roms, ich präsentiere Basilius, Sohn des Kaisers. Ah, deswegen. Vitalia! Glückwunsch zu deiner sicheren Ankunft. Nur ein wenig später und du hättest den ganzen Spaß verpasst. Ich hoffe, deine Reise war nicht allzu beschwerlich. Herr, ich würde gerne... Meine Prätorianer übernehmen. Wachen, ergreift den britischen Abschaum. Eure Hoheit, ich muss protestieren. Falls du es nicht bemerkt hast. Mein Bruder Commodus wird noch vermisst. Ich werde herausfinden, was diese Wilden mit ihm gemacht haben. Wir Briten lebten in Frieden unter dem alten römischen Häuptling. Aber dieser Häuptling Commodus, Sohn eures Königs, ist böse. Er verdient das Schicksal, das er jetzt erleidet. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ihr Briten scheint wohl nicht so zu lieben, wie wir Römer es tun. Deine Tochter? Sie ist wunderschön. Peitscht sie aus, bis er redet. Oder sie stirbt. Was immer zuerst eintritt. Nein! Nicht, Harry! Fragst es! Du wagst es. Ich bin der Sohn des Kaisers. Und ich tue, was immer ich will. Bitte! Nein! Bitte! Verschont sie! Ich sage euch alles! Häuptling Commodus wurde an den gehörnten König im Norden verkauft. Hinter dem Wall. Bitte! Lasst meine Tochter gehen! Ich flehe euch an! Seht ihr? Es gibt nur eine Sprache, die diese Menschen verstehen. Die Sprache der Gewalt. Ihr werdet euren Häuptling in der Dunkelheit hinter dem Wall finden, wo bedrohliche, karge Berge aufragen, über schwarzen, endlos tiefen Seen. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausen dort. Von denen, die dorthin ausziehen, kehren nur wenige zurück. Vitalion, ich habe eine Mission für dich. Führe deine Männer nach Norden zu den bedrohlichen Bergen. Und bring meinen Bruder zurück. Wachen, sperrt die Gefangenen ein. Die Männer bereit machen! Ihr habt den Kommandanten gehört! Bereit machen zum Abmarsch! Centurio! Formation, Männer! Und keine Rumpf! Wir marschieren gen Norden. Ja, Herr! Vitalion führte unsere Truppen weiter gen Norden über die Grenzen unseres Reiches hinaus bis ans Ende der Welt. Wir kämpften gegen Krieger, die mehr Tier als Mensch waren. So fürchterlich, dass selbst Roms Elite-Legionen sie nicht befrieden konnten. Oswalds unheilvolle Worte verfolgten uns, als wir immer tiefer in die unerbittliche Dunkelheit marschierten. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausten dort. Von denen, die sich dorthin wagten, kehrten nur wenige zurück. Diese Festung, Glotzsprung. Angeblich ist es ein Tor direkt zum Hades. Ein Ort voll Feuer und Tod. Ich fürchte, das, was hier am Rande der Welt passiert, auch Rom selbst bald erreichen wird. Konstrukteure, weicht die Fälle ein. Antonius die Stränge. Otto, sicher die Balken. Wir rücken zur 10. Stunde aus. Ja, Herr. Was? Ich will kurz noch was sagen zu dem, was wir gerade gesehen haben.
Warte, aber zuerst lese ich kurz. Erstmal heilt Sieber. jetzt können Sie schon Nietzsches Zitat. Gut, dass er gerade eins von einem anderen Worten wiederholt hat, ja. Was wir hier gesehen haben, war an sich interessant, weil die Prätorianer waren schon ja, relativ brutal, das stimmt. Aber nur, wenn sie enorme Verluste erlitten haben. Sonst waren sie eigentlich wie normale Legionäre, nur ein bisschen größenwahnsinnig, sage ich mal. Und die waren immer da, wo die Familie von dem Kaiser waren. Deswegen habe ich vorhin überlegt, so, hä, wieso, was macht die da? Und das, was der Sohn vom Kaiser gerade gemacht hat, das war eigentlich ein No-Go. Weil der hat die Gefangenen von dem General, quasi den General weggenommen. Das war Kriegsgut, sage ich mal. Und das war eigentlich selbst für einen Kaiser No-Go. Es sei denn, also was er hätte machen können, wäre, er hätte den General so fragen können, so ja, so dass der General ihnen quasi die beiden Gefangenen schenkt. Das wäre quasi an sich wäre es dasselbe gewesen, weil Kaiser, wenn er was geschenkt haben will, dann schenkt man es ihm. Aber vor allen Dingen, wenn er die jetzt getötet hätte, hätte er dem General die abkaufen müssen. Also als quasi seine Sklaven. Genau. Und was auch interessant war, es waren ja drei Legionen in Britannien. Die 14., die 9. und die 2. Die 9. wurde ja dann von der Boudica und den Ikenern vernichtet. Und die 14. war, während die Boudica, die wir 9. vernichtet haben, waren sie hoch im Norden, da wo wir gerade sind, auf der Insel der Druiden und haben die ganzen Druiden vernichtet, weil die Druiden waren quasi mehr oder weniger der Grund, warum es immer wieder zu Rebellion und Zusammenschlüsse der ganzen Völker gab oder der ganzen, ja doch, Völker in Britannien kam und die sich dann zusammengeschlossen haben gegen Rom. Und deswegen war es wichtig, die Druiden zu vernichten. Und da war eben die 14. Legion oben. Deswegen finde ich es gerade ganz, habt ihr etwas gesehen? Ganz cool, dass wir wirklich jetzt nach Norden ziehen müssen. Lauf doch zu. Wir werden Commodus retten. Weidenmänner errichten sie nur für ihre wichtigsten Opfer. Er muss sich hier befinden. Wir greifen in tiefster Dunkelheit an. Was auch nochmal interessant ist. Nicht. Sehr schön. Sind das kleine Schilde. was auch interessant ist, finde ich, was die Weidenmänner. Wir müssen weitergehen. Ja, ich erkläre gerade was. Die Weidenmänner wurden wirklich gebaut und oft halt als Marius, komm schon, du hältst uns auf. Ja, als Brandopfer. Und häufig waren auch die Gefangenen in den Weidenmännern drin. Also quasi wurden sie dann lebendig verbrannt als Opfer. Deswegen war es für die Römer zu der Zeit besser im Kampf zu sterben, als sich zu ergeben. Also die meisten, die sich ergeben haben, wurden sehr krass gefoltert. Es ist nur ein Hirsch! Nur ein Hirsch! Ey Mann, du hältst hier auf! Wir werden beobachtet! Wenn sie kämpfen wollen, warum kommen sie da nicht raus und kämpfen? Macht schon! Ruhe da!
Wovor hast du solche Angst? Wir sind Römer. Wir sind die 14. Junge, das sind deine Soldaten. Du musst sie mal disziplinieren hier. Da bewegt sich was. Es ist in den Nebel gerannt. Ich hab's gesehen. Irgendein Tier auf zwei Beinen. Ruhe, Männer. Diese Biester hätten uns schon längst angegriffen, wenn sie könnten. Nein, sie sind klug genug, uns zu fürchten. Können die Römer auch mal leise sein, ja. Ja, eigentlich fahren sie ruhig. Also, zur Blütezeit, sag ich mal. Also danach waren nicht nur Römer eben Legionäre, und da wurden sie schon mal lauter. Halt! Ich kundschafte voraus. Natürlich, kundschafte ich. Na dann, sind wir mal wieder alleine. Ich würde jetzt sagen, dass unser General stirbt. Weil es ist ja so ein harter Ersatz. Jetzt töte ihn. Halt auf! So viele können wir nicht aufhalten. Ja, natürlich stimmt er dafür. Gut, auch tot. Das war's, Leute. Danke fürs Zuschauen. The Emperor and Commodus have made enemies. So many enemies.